Hallo, ich bin Lars Stindl und ihr schaut jetzt den Club der Roten Dichter auf H1. Schuss von Wehwetter springt von der Latte zurück. Kohl kann einköpfen, 4:1 für Hannover. Montagabend, 21.30 Uhr, Studio 34b von H1 und hier ist der Club der Roten Dichter, das letzte Mal vor der gigantischen Länderspielpause, vor der vielleicht hoffentlich für uns längsten Länderspielpause aller Zeiten, denn wir stehen sehr gut da mit unserer Mannschaft gerade. Das ist sehr, sehr schön. Heute ist aber auch der 10. November und der 10. November 2014. Das bedeutet, dass ich vor ziemlich genau 5 Jahren ein Mann das Leben genommen hat, der für die Mannschaft eine große Rolle gespielt hat, der aber nicht nur für die Mannschaft eine große Rolle gespielt hat, der für viele Menschen eine große Rolle gespielt hat. Und das heißt, vor 5 Jahren, ungefähr auch um diese Zeit fast, kann man sagen, wurden viele von uns wahrscheinlich aus ihrem normalen Alltag herausgerissen und mit dieser Nachricht, dass vielleicht zuerst noch ein Gerücht war und später dann traurige Gewissheit wurde, dass sich Robert Enke das Leben genommen hat, konfrontiert. Das ist so eine Situation, da erinnert man sich auch später noch dran. Nicht unbedingt eine schöne Erinnerung. Wir wollen heute in der Sendung auf jeden Fall nicht nur, aber auch eben, weil heute der 5. Todestag ist oder sich der Todestag zum 5. Mal jährt, in der Sendung an Robert Enke gedenken, erinnern und würden uns freuen, wenn uns auch Leute anrufen und uns vielleicht ihre Erinnerungen an Robert Enke, von mir aus auch an diesen schrecklichen Moment, an den Umgang damit mitteilen würden. Wir würden uns freuen. Die Leitungen sind im Prinzip offen. 36 70 170, das ist die Telefonnummer. Man darf natürlich auch ungeachtet des Themas über die derzeitige Situation reden. Das ist völlig klar. Also wir wollen in der heutigen Sendung nicht nur über Robert Enke sprechen, sondern eben auch über den 4. Platz, das ist ja immerhin eine ganz schöne Sache. Und wenn ich wir sage, dann ist das heute Abend ausnahmsweise nicht meine Kollegin Mareile, die leider kurzfristig verhindert ist. Und wir freuen uns aber, dass mindestens ebenso kurzfristig, aber dafür umso eilfertiger, unser guter Freund Stanley eingesprungen ist. Hallo und schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, mein Grüße Herr. Grüße dich, schön, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung. Ja, und die Tatsache, dass du da bist, ist jetzt auch nicht ausschließlich nur der, das kann man ja, glaube ich, sagen, nicht ausschließlich der Tatsache geschuldet, dass Mareile heute abgesprungen ist, sondern du hast ja vor 2 Wochen, du wirst dich noch erinnern, Kontakt mit mir auch über Facebook aufgenommen, hast mit mir gesprochen. Ja, das müssen wir jetzt schon mal ansprechen. Jetzt reden wir mal kurz über Hannover 96, ganz aktuell. Und da klangst du, das muss man sagen, völlig zu Recht, sehr erschrocken, sehr düster in dem, was du so gesagt hast. Und hast so ein bisschen so geklungen wie, das ist jetzt gerade eine der ganz schlimmen Situationen für die Mannschaft. Es hat sich jetzt ja dann einiges geändert danach. Also man muss dazu sagen, dieses Gespräch hat stattgefunden ganz genau nach dem Pokalspiel gegen Ja, Aalen. Aber das... Ja. Das okay. Sag mal's. Phase 1. Ja. Das Pokalspiel, wenn wir die Mannschaft selber angesehen, was halt auf den Platz gestellt war, auf den Platz, ja. Die war niemals angespielt. Okay. Aber das Ding war, erstens das Tor in Dortmund. Der hat das erste Mal richtig gekämpft. Wir haben das glückliche Tor geschossen. Mhm. Ich weiß nur, wenn du guckst die Statistik an, was für Chancen Dortmund hat gehabt, das war ein bisschen glücklich. Dann wir haben zu Hause gespielt gegen Frankfurt. Wir haben gewonnen durch ein Eigentor. Durch ein Eigentor, das stimmt, ja, aber auch mit sehr großem Einsatz im Kampf. Ja, großer Einsatz im Kampf. Und dann, wir hat letzte Wochenende total super Fußball gespielt gegen Hertha BSC. Aber ich glaube, dass wir alle uns Nörgler soll ein bisschen Zeit geben. Alle Nörgler. Nörgler, ja, wir haben leider keine Untertitel vorbereitet. Nein, das ist die erste Mal in meinem ganzen Leben. Ich habe das Wort benutzt. Ich muss dich jetzt muss ich das versuchen zu übersetzen. Ich verstehe. Also, Nörgler. Nörgler. Ja. Wir müssen unsere Mannschaft, weil nach dem 3. Spieltag war das, dass Lars Stindl war nicht da, unser Motivator war nicht in der Attacking Mittelfeld. Ja.
war nicht mehr da. Andreasen, das Defensive Mittelfeld, war nicht mehr da nach 6 Wochen. Mhm. Und er jetzt schon wieder ist verletzt. Ich habe das Gefühl, dass diese, unsere Andreasen leider ist wie ein geflicktes Reifen, das langsam die Luft wird rausgehen, weil er ist so geflickt nachher. Ist gleich, wird oft pausieren. Leider. Aber momentan der ist eine stabile Hintermannschaft. Ich finde das echt schlau, als zweite Japaner da zu haben, weil Sakai hat jetzt einen, der er kann reden mit unter der Dusche. Das kann mal ganz wichtig sein. Ja, und auch, dass der spielen zusammen. Wenn du guckst, die Kombination, die Laufwege laufen besser jetzt. Ich habe das auch beobachtet bei Training. Du bist regelmäßig beim Training, richtig? Ja, dreimal eine Woche oder so. Das Typhoon, ich muss jetzt sagen, wenn es ist öffentliche Training. Natürlich. Ja, das ist, leider wird immer seltener. Mhm. Aber die versuchen, diese neue Laufwege zu laufen. Und also, wir haben das auch beide gesehen gegen Hertha BSC. Mhm. Teilweise, das war echt super Fußball. Mhm. Ja. Ne? Aber das Problematik ist, wenn du es auf einmal Schmiedebach als statt defensives Mittelfeld ist jetzt als der Ballverteiler, das ist nicht diese Rolle normalerweise. Nein. Und ich glaube, wenn unsere Mannschaft hat jetzt 6 Spiele bis Weihnachten, 6 Spiele, ne? Ja, kann, so 6-7 Spiele, dass wir das Pause, die wird bis dann richtig zusammenfinden und hoffentlich auch, dass die Verteidigung Innenverteidigung wird dann stabiler, wenn er spielt immer Schulz und Marcello zusammen. Das ja, die Innenverteidigung ist ja schon relativ stabil. Ja, aber Marcello ist auch ein bisschen bescheuert manchmal. Ne? Tatsächlich? Ja, wegen des Fouls. Und er ist einer, der gerne geht rein, wenn er sollte nicht hingehen. Mhm. Du weißt nur, wenn er ist ein Foul oder er ist eine große Mauer. Mhm. Ist auch das Problematik. Ich habe auch gewundert, dass unser neuer türkischer Defender, das leider, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Gülselam. Hat dieses Mal ein bisschen zurückgehalten. Mhm. Ich hatte nicht einen Fehlpass gesehen von ihm gegen Hertha BSC. Ich auch nicht. Es liegt aber auch daran, dass ich zugeben muss, dass ich das Spiel diesmal gar nicht gesehen habe. Aber die Wahrheit ist, er ist wirklich diszipliniert gespielt. Ja. Und ich war total überrascht, weil ich habe ihn gegen Köln gesehen. Er hat like 18 Fehlpassen. Ich glaube, die meisten, die ihn bis dahin gesehen und verfolgt haben, waren überrascht, dass er wieder in der Mannschaft war, glaube ich. An dem und nicht Herbst, glaube ich, war es, ne? Ja. Herbst war der sehr gute Ersatz in... Gegen Frankfurt. Gegen Frankfurt, genau. Aber das Ding war, dass er bestimmt einen riesen Anschiss bekommen. Ja. Und musste auf einmal das Verantwortung übernehmen. Mhm. Er kann nicht immer der sagen, du holst das aus der Rängen, weil er ist aus der Türkei, der ist der Liebling von der Trainer. Mhm, ja, das... Das ist auch ein Gesprächsthema gewesen. Mhm. Aber ich glaube, der Typ ist, er hat das bewiesen, dass er kann auch diszipliniert spielen. Okay. Aber ich war total überrascht über die Superleistung am Wochenende. Ja. Im Kicker ist, Schulz ist Innenverteidiger. Ich finde, das ist echt, Innenverteidiger der Woche. Mhm. Das ist auch gut. Ja, was ich wollte eigentlich sagen, meine Theorie ist, dass wir brauchen, unsere Jungs ein bisschen Zeit zu geben. Aber die einzige Person, ich habe Angst ist unser neuer, teurer spanischer Mittelstürmer. José Lu. Ja, wenn er kriegt keinen Ball, wie kann er denn spielen? Und er ist auch ein Nachtreter. Das ist ein was? Nachtreter. Ein Nachtreter? Ja, er ist auch gerne ein bisschen da in die erste Reihe. Genau, ich sehe gerade, unsere Regie hat uns zu Recht darauf hingewiesen, natürlich, der Spieler heißt Hirsch, nicht Herbst. Ja, er ist echt ein ganz geiler Laufstil. Hat ihr das gesehen? Hirsch und Herbst ist ja auch sehr ähnlich. Entschuldigung, was? Der Laufstil von ihm ist total lustig. Von José Lu? Nein, von unserer Hirsch. Ach, von Hirsch, nicht Herbst. Nein, nicht Herbst. Der bei uns jetzt nur noch in Zukunft Hirsch. Ja. Habe ich nicht so beobachtet, aber das würde dann ja auch passen. Der Hirsch läuft ja auch vielleicht etwas seltsam. Ja, ja. Okay, aber gut, ich habe mit unserer Mittelstürmer-Geschichte. Ich habe heute in Hannover 96 Fanblogs geguckt und da war ein Bericht irgendwo in der Luft stehen wieder, dass wir wollen vor Weihnachten eine Stürmer als Weihnachtsgeschenk vom Herr Kind bekommen.
Und das soll Cornelius sein aus Kopenhagen. Und er ist für 3 Millionen auf dem Markt, aber er hat bei meiner Heimatsmannschaft Cardiff City in der Premier League gespielt. Okay. Und er hat dann 8 Millionen Pfund gekostet und war zurückgeschickt nach 6 Monaten in der Winterpause, weil er so schlecht war. Na, das klingt ja dann sehr vielversprechend. Ja, das habe ich halt so, ich habe auch geschrieben, bitte nicht. Aber bitte das wird man doch bei uns auch wissen, oder? Es ist Geschmacksthema. Ich weiß nicht, ist das Junge schon wieder ein Fußball-Agent-Spielball? Ich weiß nicht, wo die Agenten alle arbeiten, das Fußball-Expert. Du glaubst du denn, also ich muss jetzt nochmal nachfragen, weil ich von diesem Gerücht noch gar nichts gehört habe, ist das also jetzt ein Wunsch oder ist das tatsächlich so, dass man davon ausgeht, dass das gerade in der Vereinsetage vorbereitet wird? Also erst im Gespräch. Es ist ein Gespräch, dass wir kriegen noch eine. Aber ich finde das. Aber wir brauchen doch, wenn dann eher jemanden wieder noch, vielleicht noch einen zweiten Mittelbereich, so ein Ballverteiler wäre doch dann viel wichtiger eigentlich, auch für jemanden wie José Lu. Ja, aber du brauchst zuerst, dass wenn unsere Lars Stindl und unsere Kyo, wie heißt die? Kiyotake, das ist auch eine Art Weißwein, oder? Den haben wir hier für dich. Kiyotake und Lars Stindl haben nicht richtig miteinander in der Bundesliga zusammen gespielt. An diese Laufwege musst auch gelernt. Und dann, ich glaube wirklich, wenn diese beiden Einheiten auf die Außenverteidiger, wenn Sakai auf die eine Seite und Peter Panda oder unsere schon wieder unsere verletzte Chilenen ist wieder da nächstes Jahr, denn die zwei Einheiten sind wirklich gut für die Ballverteilung. Okay. Momentan durch diese Verletzungen, auch durch Neueinkäufe, das ist ganz schön pervers bei 96, wenn du guckst Felipe an, hier ist noch 8 Mal gespielt in der gesamten Leben oder so. Im gesamten Leben? Ja, 8 Jahre für 96. Ach so, ja. Verstehst du, wie das meine? Es ist irgendwie pervers, wie viele Einkäufe sind sofort verletzt. Und es ist auch schade mit Edgar Pripp. Er war auch sofort verletzt, für 6 Wochen nicht mitgespielt. Ja. Ist es irgendwie. Also, das Problem ist ein bisschen, eigentlich hat sich immer noch nicht so wahnsinnig viel geändert. Man hat jetzt insgesamt ein etwas besseres Gefühl, aber so richtig, was in der Mannschaft steckt, weiß man noch nicht. Und das geht ja auch, das ist ja auch so der Tenor in den meisten Berichten und Berichterstattungen über das Thema, wo man dann wirklich auch überall immer noch sieht, ja, wir sind ja auch die lustigen Minimalisten, mit 9 Toren haben wir es geschafft. Ja, minus zwei Toren. Ja, also eher mit 9 erzielten Toren, auf jeden Fall in einem Verhältnis von -2 Toren auf Platz 4. Wir haben alle in der ganzen Welt über das gelacht. Wenn du denkst, wenn Bayern ist da mit plus 24. Ja, das ist ein Unterschied. Und das ist auch, wie lange geht es das noch gut? Das ist die spannende Frage. Beziehungsweise vielleicht muss es ja gar nicht gut gehen. Vielleicht. Es ist echt englische Verhältnisse momentan in die deutsche Bundesliga. Wenn du denkst, dass in England ist, zuerst ist Chelsea, dann kommt Southampton, dann West Ham. Und dann Swansea, dann Arsenal und Manchester United. Ist es wie das auch das Geschichte mit Dortmund und diese ganzen Mannschaften unten. Bei uns ist oben Bayern München unschlagbar, wie Chelsea. Dann wer ist Zweiter? Gladbach. Dritter ist? Unsere Tabelle ist jetzt, glaube ich, nicht mehr aktuell. Obwohl doch, es könnte sogar Wolfsburg sein. Wolfsburg ist momentan sogar auf 2. Es könnte sein, dass die Tabelle aktuell ist. Die Tabelle Die sieht mir gerade sehr aktuell. Diese Tabelle wurde ganz offensichtlich von unseren fleißigen Händen bereits vorher aktualisiert. Dann guck das an. Das wird auch ein ganz großes Spiel, unser nächstes Heimspiel gegen Leverkusen. Das wird spannend, oder? Leverkusen? Ich meine, das ist quasi die Mannschaft, wo man im Augenblick auch nicht so richtig weiß, was er nun will und kann. Und sie wissen es selber scheinbar auch nicht so richtig. Die haben ja auch gerade so eine Mini-Krise, so eine Ergebniskrise zumindest. Kiesling hat schon seit Ewigkeiten nicht getroffen. Das kennt er ja schon, das Problem. Und aber dann das ist auch eine Sache, die spielen auch in Champions League. Da ist auch eine Double-Belastung. Das ist so, Das ist wohl so, ja. Und dann, wir haben Wolfsburg, wir haben Bremen. Wie geht's das jetzt? Es geht Bremen, Leverkusen, Wolfsburg. Ja.
an Augsburg und Freiburg. Ja. Das ist unsere Spiele bis zu Weihnachten. Okay, ungefähr. Ja. So, Augsburg ist auch nicht schlecht, wenn ich auf den 7. Platz. Nee, das ist genau. Und wir sind immer, ich kann erinnern, letztes Jahr das Spiel, das war so dreckig, die war so gelbe Karten nach die anderen, die Augsburger, nur die, unsere Jungs vom Platz gekickt, das war total ein angenehmes Spiel. Ja. Aber guck das an, wenn Schalke ist der um 11. Ja. Du weißt, Borussia, wie heißt das? BV Bottom. BVB ist da an dem wie mit der 45 Meter Eigentor. Hast du das gesehen? Das habe ich tatsächlich gesehen. Ja, das war doch mal was Besonderes. Da wurde, aber ich meine, der Fußballgott ist doch im Augenblick eigentlich relativ erstaunlich fair, oder? Ich meine, letzte Woche das Tor von Madlung war ja nun wahrscheinlich auch, dass er gesagt hat, nee, das muss jetzt mal sein, sie haben es verdient. Und ich meine, seien wir ehrlich, Dortmund hatte es auch mehr als verdient. Ach, ich meine, wie viele Schüsse brauchst du denn, ein Tor zu schießen? Ja, insofern. Ich glaube, das war die chinesische Fußballmafia. Nein, oh, nehme das zurück. Das ist das Erwill nach Dortmund nächstes Jahr. Okay, wir sind gespannt. Ich frage einfach noch mal so ins Publikum rein für unsere Zuschauer, falls irgendjemand, wie gesagt, wir haben gesagt, wir reden über Robert Enke, aber wir reden, wie man jetzt ja auch schon merkt, auch einfach über die derzeitige Situation. Falls jemand was zum Spiel gegen Hertha sagen möchte oder vielleicht einfach nur uns mal verraten möchte, was er oder sie denkt, wie das Spiel gegen Leverkusen ausgehen könnte, dann kann man uns einfach noch anrufen. 36 70 170 ist die Telefonnummer. Und wir wollen jetzt mal einen kleinen Ausblick machen. Wir haben ja hier immer ein Orakel in der Sendung, das uns verrät, wie das nächste Spiel aussieht. Wir ziehen das jetzt einfach mal vor. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich nehme hier mal diese beiden Töpfe hier. Da haben wir sie schon. Das ist eine. Der eine ist der Topf für Leverkusen. Wie es sich gehört, ist der Topf für Leverkusen in bitterem Schwarz-Weiß und natürlich der 96-Topf in Farbe. So, und da kommt jetzt das ebenfalls in Farbe existierende Leckerli fürs Orakel rein. Ja. Aber die wunderbare Geschichte ist, dass Hunden gucken in Schwarz-Weiß. Die gucken keine Farbe. Okay, wir wollen mal schauen. Wir müssen dazu sagen, dass wir unser natürliches, unser berufsmäßig etabliertes und ausgebildetes, also naja, mehr oder weniger, Orakel heute ja nicht da ist, denn das bringt aus irgendwelchen Gründen Mareile immer mit. Die hat irgendwie dann einen Vertrag, glaube ich, einen Ausstattervertrag mit dem wahrscheinlich so. Und deswegen, ich glaube, wir gehen jetzt mal da vorne hin. Ich will mal schauen, was passiert. Wir haben heute ein Ersatzorakel. Dieses Orakel könnte auch möglicherweise mit den Regeln etwas Schwierigkeiten haben. Es ist aus Finnland. Deswegen ist das alles ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht, gibt es in Finnland überhaupt Fußball, Bundesliga-Fußball, sowas in der Art, eine Liga? Ja, sicher zwei. Es gibt sogar zwei, erste und zweite. Wahnsinn, ich kenne mich wieder aus hier. So, dann schauen wir mal. Ist der Fußboden schon einigermaßen vorbereitet, kameratechnisch? Kriegen wir das hin? Heavy. So, jetzt mal, geh mal zurück. Nein. Ja, du kannst tanzen, kannst du schon mal ganz toll. So, mach noch mal. Ja, komm, hopp. Warte. So, einmal hier abklatschen. Sehr gut. Und jetzt, pass auf, stelle ich die beide hin. Und jetzt schauen wir, halt. Und jetzt schauen wir mal, für die Kamera muss ich es natürlich auch machen. So, wofür er sich entscheidet. Na. Vor Leverkusen, oder was? Nee, eindeutig für 96, würde ich das sagen. Das ist very good. Ich habe das jetzt nicht manipuliert, dadurch, dass ich das irgendwie dahingestellt habe. Aber du darfst Bayer Leverkusen natürlich auch noch auffuttern. Komm. Ja. Du weißt, was ich finde auch. So, nochmal abklatschen. Abklatschen, komm. Wenn die Kamera es nicht drauf hat, funktioniert es natürlich nicht. Komm her. Wenn die Rede so meine Damen und Herren, die nächsten Sendungen verzögern sich, glaube ich, nur um ein paar Stunden. Yeah, baby. Sehr schön. Wunderbar. Okay. Klasse. Wenn die Rede so über Finnland, hast du das gesehen? Bei Bochum spielen so unsere alten finnischen Spieler for sale. Okay, ach stimmt, Finnland, mein Gott, da haben wir ja schon einen Finn, der sogar bei uns mal gespielt hat. Ja. Apropos alter Finne, genau, vielen Dank an unser Orakel, das sich entschieden hat, ich würde sagen, das war jetzt ganz eindeutig, du sagst, dass 96 gewinnt, ne? Finde ich sehr gut, wir sind dir dankbar. Und wir haben einen Anrufer, der Karl-Heinz, wenn ich das hier schon mal so lese, ich will es aber nicht vorwegnehmen, das darf er gerne selber sagen, eine relativ steile Aussage treffen möchte über das Spiel. Hallo, schönen guten Abend, Karl-Heinz. Ja, schönen guten Abend. Grüß dich. Ja, hallo. Sag doch mal, ich lese deinen Tipp hier schon, aber ich lasse es, du darfst ihn gerne selber sagen. Ja, ich würde sagen 2-0 für Leverkusen. Okay, warum? Ja,
96 spielt im Moment nicht so, wie sie spielen sollen. Das ist im Moment, haben sie sehr viel Glück gehabt. Mhm. Du meinst, das würde uns dann ausgerechnet gegen Leverkusen verlassen? Die genau, ja auch gerade nicht so glücklich spielen. Ja, aber ich sage 2-0 für Leverkusen. Okay, na gut. Seien wir ehrlich, wäre nun kein Ergebnis, wo man jetzt völlig geknickt sein müsste, obwohl es ja ein Heimspiel ist, was natürlich dann immer schon etwas unschön ist. Wie würdest du das denn dann einordnen? Würdest du sagen, es ist aber dann trotzdem ein Ergebnis, wo man sagt, ja, Mund abputzen, weitermachen ist völlig in Ordnung? Oder siehst du momentan tatsächlich, ist das bei dir jetzt auch Ausdruck einer generellen Kritik an der derzeitigen Situation bei 96? Nee, ich würde sagen, eine generelle Kritik an der Situation, was jetzt im Moment läuft. An der, so wie es jetzt momentan läuft? Ja, genau. Okay, was müsste ich ändern, damit das dann vielleicht im nächsten Spiel wieder besser wird? Oder im Spiel? Die Abwehr müsste besser werden. Die Abwehr müssen. Ja, wobei wir haben jetzt, aber man muss doch mal sagen, wir haben doch jetzt so viele Spiele. Du sagst, zu null gespielt. Ist das jetzt wirklich Glück? Würdest du sagen, das war nur Glück mit dem zu null? Ja. Das war, so wie ich mir das überlege, war es Glück. Zum okay. Teil. Okay. Ja. Ja, nee, das ist ja auch. Das ist, ja, gegen Dortmund vielleicht, aber gegen Gladbach, gegen Hertha BSC at the Wochenende, das war richtig gut gespielt, oder? Da haben sie sehr gut gespielt, muss ich auch sagen, gegen Hertha BSC. Ja, bitte. Also von daher zeigt doch der Trend eindeutig in die richtige Richtung. Ja, aber das ist bei der 96 immer so, wenn sie einmal gut spielen, spielen sie das andere Mal wieder nicht so gut. Ne? Das aber ist nicht ganz falsch. Da hast du was sehr Wahres ausgesprochen. Ja, Karl-Heinz, ist wirklich wahr. Da ist was dran. Die Kontinuität von unserer Mannschaft ist leider nicht da. Ja. Das stimmt. Was anderes, Karl-Heinz, nur mal so aus Interesse, hat dich jetzt das Thema, es ist ja jetzt im Augenblick gerade in den Medien drin, hat dich das Thema Robert Enke jetzt rund um den Todestag auch noch mal irgendwie berührt? Bist du da irgendwie? Ja, hab ich heute Abend schon viel von gesehen und so. Und es tut einem auch immer wieder leid, ne? Ja, es tut einem immer wieder, ja, die Erinnerung, die Bilder, alles. Ja. Ja. Aber es ist halt so, das Wichtigste in diesem Falle ist, und es bleibt ein trauriges und sinnloses Schicksal gewissermaßen, aber die Erinnerung ist das Wichtigste daran, dass man also die Erinnerung aufrechterhält, deswegen wollen wir das auch tun. Dir vielen Dank. Alles klar. Und einen schönen Abend noch, wir haben schon wieder den Nächsten in der Leitung. Karl-Heinz, schönen Abend, danke für den Anruf, mach's gut. Ciao. Und wir haben jetzt in der Leitung den Manfred, der auch schon sich wahrscheinlich als Orakel betätigen möchte. Es gibt aber, sage ich gleich vorweg, kein Leckerli. Hallo Manfred. Hallo. Schönen guten Abend. Bist du eben schlecht durchgekommen? Ach so, aber jetzt bist du gut durchgekommen. Ja, ich meine, den Ton konnte man nicht hören. Ach so, jetzt hören wir dich aber größtenteils. Dann, ich auch. Ja, das ist gut. Das ist gut, Manfred. Ich wollte mal zu meinem Vorredner da sagen. Ja. Ist das überhaupt ein Fan von 96 gewesen? Du meinst, so darf man als Fan von 96 ja gar nicht reden im Vorfeld? Nee. Nee. Also, was er da erzählt hat mit der Abwehr. Ja. Also, wenn ich unsere Abwehr ansehe gegenüber den letzten Jahren, hat die gleich unwahrscheinlich gesteigert. Marcello, Schulz, wenn der Albanos wiederkommt, Sakai. Also, ich finde die Abwehr astrein. Also sie ist sicherlich nicht völlig unanfällig, aber sie ist, das muss man einfach mal sagen, im Augenblick wirklich sehr solide und gerade auch, und das muss man jetzt ihm auch mal zugutehalten, die Spielweise, also das, was Taifun Korkut mit der Mannschaft eben jetzt spielen lässt, es funktioniert auch sehr gut mit dieser Abwehr, das muss man einfach mal sagen. Da ist sicherlich auch mal das ein oder andere Glücksmoment dabei, aber eben nicht nur. Nur aus Glück hast du nicht so eine lange Reihe von zu Null Spielen. Das muss man einfach mal wirklich festhalten, oder? Das 100%. Ich finde momentan wirklich, dass unsere Abwehr wird immer besser. Es muss eingespielt. Du kannst nicht immer so viele Verletzungs- oder blöde roten Karten bekommen, ohne ein bisschen Instabilität reinzubringen in der Mannschaft. Und wenn die spielen wirklich statt Schulz als Linksverteidiger, immer zusammen mit ihm in der Mitte, 100%, warum nicht? Hm. Ich finde das gut. Ja. Ja. Und der Trainer Korkut hat ja Marcello auch im Griff. Dieses Jahr hält er seinen Mund, er hat noch keine rote Karte. Das stimmt. Letztes Jahr, da hat er sie auch aufweise gekriegt. Ja. Also, wir gewinnen auch gegen Leverkusen. Okay, würdest du sagen, was ist dann dein Tipp? Was glaubst du mit welchem Ergebnis? 2-0. Okay, du nimmst das Ergebnis einfach vom Vorredner und sagst, wir drehen es um, wir machen selber ein 2-0. Ich meine,
Es ist immer noch ein Heimspiel, ne? Das sollte man hoffen, dass es dazu kommt. Ja, ja. Jetzt kommen die anderen. Wir haben noch, wenn das so weitergeht, kriegen wir ja Probleme. Ja. Stindl kommt wieder, Pritt kommt wieder, Alvanos kommt wieder. Also genau, mit Stindl sollte, kann man zu dem Spiel möglicherweise tatsächlich schon rechnen. Und das muss zwar nicht heißen, dass er vom ersten Moment an... Ja, Pripp auch, weil so, Pripp ja, war ja, okay. nicht da am Wochenende wegen einer Trauer. Genau, aus privaten Gründen, aber trotzdem nicht wegen Verletzung. Und die anderen sind jetzt in Form gekommen. Kiyotake, ja. Der war erst rein. Young, der war ja, erst rein. Also selbst der von mir in dieser Sendung schon verhältnismäßig oft geschmähte Jimmy Briand kämpft sich wirklich über den Kampf immer mehr in die Herzen der Fans, hat man das Gefühl, trotz der Tatsache, dass er irgendwie technisch jetzt nicht der Allerstärkste zu sein aber scheint. Aber ich finde das auch erstaunlich, dass er ist auch ein französischer Nationalspieler. Das stimmt. Apropos ja, Jimmy Briand, Manfred. War Lalan ein technischer Spieler? Nee. Wer? Lala früher. Okay, aber Lala war natürlich auch kein Stürmer. Nein, aber er war ein mächtiger Kerl. Lala war klasse Kerl, aber Lala war natürlich auch Abräumer. Wenn Jimmy Briand Abräumer wäre hinten, würde ich auch sagen, reicht die Einstellung völlig. Aber es ist ja doch so, dass er oft an irgendwelchen Angriffen beteiligt ist. Und da freut man sich dann ja schon, wenn man am Fuß auch mal ein bisschen... Also, aber egal, er hat ja ein tolles Tor gemacht und er hat einen ungewöhnlichen Torjubel gezeigt. Er hat so, er ist ja, in der Luft so... quasi so zur Seite gesprungen, als hätte man ihn irgendwie abgeschossen, so ein bisschen, so einfach so längs gemacht. Manfred, kennst du diesen Jubel oder war das für dich neu? Das war neu. Das war neu für dich. Ich zeig dir das mal, wir haben Bilder, ich bin jetzt nicht sicher, ich glaube, das kommt tatsächlich, also es ist jedenfalls sehr weit verbreitet im Spiel FIFA, was auch immer, ja. Also das aktuelle Jahr, FIFA 15, FIFA 13, FIFA 14, was auch immer. Wir zeigen das mal. Hier ist ein kurzer Film, wo man das sehen kann. Pass auf, Manfred, für dich und für alle anderen. Der sogenannte Brickfall ist das. Und den kann man auf eine bestimmte Weise, guck hier, als hätte es ihn erwischt. Einmal gucken, guck mal, alle laufen auch hin. Mein Gott, es hat ihn einer getroffen. Ui, bomb. Das ist ja quasi genau so, hat das ausgesehen. Man kriegt, also das ist eine bestimmte Kombination tatsächlich. Es ist nicht so einfach, das hinzukriegen. Aber das ist tatsächlich, also ich glaube, ich behaupte jetzt einfach mal, wer einer anderen Meinung ist oder wer es besser weiß, darf gerne anrufen und das sagen. Es ist also sozusagen offenbar eine Kreation möglicherweise daher oder zumindest aus einer Liga, die wir nicht kennen. Aus der Premier League. Aus der Premier League natürlich. Ja. Ach, ich wusste es, dass der Stanley uns schon wieder korrigieren kann. Nein, ich wollte nicht groß sein. Nein, um Gottes Willen, ich habe ja keine Ahnung, das sage ich ja. Manfred, hat dir der Jubel denn gefallen? Findest du das gut oder war das eher... Ja, ich finde das gut. Ich meine, abgesehen davon, dass so ein 1-0, da freut man sich sowieso, egal wie die Leute jubeln. Ja, ne? aber ich finde das toll, dass letztes Mal, wenn ihr gegen Frankfurt ein 100% Tor reingekopft in die erste Halbzeit. Das stimmt. Das war nicht gegeben. Das war sehr fies. Das war ganz fies, weil das war echt ein tolles Tor. Ja, das stimmt. Das war sehr schade, aber es hat ihnen ja offensichtlich dann schon den nötigen Antrieb gegeben. Diesmal hat es geklappt. Gut, Manfred. Danke, ja auch. Bei dem hat es auch wieder geklappt. Kiyotake hat jetzt auch, der war auch so an der Grenze, dass man nicht so ganz wusste, kann der irgendwie auch mal ein bisschen mehr als nur immer mal wieder in ein paar Situationen gut aussehen. Er hat jetzt auch gezeigt, dass er im richtigen Moment da sein kann und ein Tor machen kann. Wir sind also mit der Leistung auf jeden Fall zufrieden. Manfred. Ja, und ich hoffe, dass wir bis Weihnachten 30 Punkte haben. Bis Weihnachten 30? Ja, das schreibe ich mal auf. Bis Weihnachten haben wir 30 Punkte, sagst du. Okay. Das wird. Ja, aber wir haben jetzt 19, ne? Wir haben jetzt 19, das ist ja machbar, ne? Ja, ist das auch machbar. Ist machbar. Schießen wir wieder nur. Mit wie vielen Toren, Manfred? Wir, sagen wir mal, mit 18 Toren. Insgesamt oder jetzt? Ja. Plus 18. Insgesamt. Insgesamt, sagt er, insgesamt. Oh. Ja, ja, okay. Ja, das ist ja mal interessant. Ich habe das mal notiert, schauen wir mal. Manfred, an dich jetzt aber auch noch mal die Frage, weil wir jetzt gesprochen haben, durch die Medienberichterstattung oder auch sonst, das Thema Robert Enkes Todestag, hat dich das auch so ein bisschen dieser Tage noch mal ereilt? Ja. Was, ich meine, abgesehen von der Trauer, was sind so deine Gedanken zu dem Thema? Meine Gedanken sind, dass sich im Fußball nicht viel geändert hat. Das ist sicherlich richtig. Also es ist zwar, also ich... Es wurde ja jetzt tatsächlich heute auch in vielen Publikationen darüber geschrieben. Ich fand tatsächlich auch den Text in der Süddeutschen Zeitung eigentlich am besten, in dem eben auch das drin stand, was du gerade sagst, dass sich nicht so wahnsinnig viel geändert hat. Es hat sich geändert, dass in den Vereinen eine gewisse Sensibilität eingetreten ist im Umgang damit. Zum Beispiel Markus Miller in Hannover hat ja eine Auszeit genommen und hat sie auch bekommen. Und damit der Umgang damit war, glaube ich, insgesamt auch wirklich gut.
Aber ich denke, was du sagst, bezieht sich eher darauf, dass sich generell beim Fußball nicht so viel geändert hat und vielleicht auch niemals ändern wird, weil das ist ja auch anderswo gesagt worden, es ist nun mal ein Leistungssport und da wird man natürlich immer auch ein bisschen an der Leistung gemessen. Und wenn man dann die Leistung nicht bringen kann, dann ist es schwierig. Was nichts daran ändert, dass wenn man eine Leistung nicht bringen kann, weil man krank ist zum Beispiel, kann man jemandem das natürlich nicht zum Vorwurf machen, aber es kann natürlich dann dazu führen, dass er in diesem Sport nichts mehr machen kann. Ich fürchte, das wird auch in Zukunft so bleiben. Manfred, ich will dir das Wort nicht abschneiden, Manfred, also deswegen frage ich dich nochmal, ob du da anderer Meinung bist oder... Nee, da bin ich ja gleicher Meinung wie du. Okay. Dann würde ich sagen, in dem Gedenken an Robert Enke und in der Hoffnung, dass sich trotzdem ganz kleine Schritte irgendwie so ein bisschen eben halt mehr ändert, und ich denke mal, die Tatsache, dass die Menschen überhaupt durch Robert Enke, dass viele überhaupt erst von diesem Thema so richtig erfahren haben und vielleicht zum ersten Mal so richtig begriffen haben durch die ganze mediale Aufmerksamkeit, dass die Depression eine Krankheit ist, eine richtige Krankheit, wo man nicht sagen kann, ja, dann komm doch mal wieder besser drauf. Ja. Ich denke, diese Tatsache ist schon eine wichtige Tatsache gewesen und es gibt diesem tragischen Tod keinen Sinn, weil ein Tod ist eigentlich nie sinnvoll. Man kann einfach nur hoffen, dass aus dieser an sich traurigen Sache vielleicht auch etwas Gutes, in irgendetwas Gutes erwächst, und das könnte eben die generelle Verbreitung dieser Erkenntnis sein, die dann vielleicht dazu führt, dass der Umgang mit Menschen, die das gleiche Problem haben, ein besserer ist. Ja. So, jetzt haben wir aber hier gepredigt. Ich danke dir, Manfred, aber für deinen... Ich rufe nach dem Freiburg-Spiel an, bitte? Den Montag. Was sagst du? Ich rufe dann nach dem Freiburg-Spiel. Das will ich unbedingt anrufen. Das ist das letzte Spiel, ne? Ja, vor Weihnachten. Aber ich, das heißt jetzt nicht, dass du jetzt die restlichen Zeit Ferien nehmen kannst. Nein. Darfst dich auch gerne zwischendurch melden. Aber nach Freiburg, das ist abgemacht. Da wollen wir von dir hören hier. Und das 22. Okay. Manfred, okay, vielen Dank für deinen Abend. Beitrag. Und einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Danke dir. Ja, gut, das ist das. Und wir haben letzte Woche ja schon darauf hingewiesen zum Thema Robert Enke, dass seit vergangener Woche, ich glaube seit Donnerstag oder Freitag, seit dem 5. November eine Ausstellung man sich angucken kann im Landesmuseum. Und es gibt auch eine virtuelle Ausstellung, das haben wir in der vergangenen Woche ja schon mal gezeigt, die Adresse. Und die nicht virtuelle, sondern reale Ausstellung, die haben jetzt auch seit dem 7. November sehe ich hier gerade. Okay, also wir werden hier heute, aber unsere Regie passt auch auf, muss man mal ganz klar sagen. Die hören zu, die passen auf, finde ich gut. Was wollte ich aber sagen, unsere Kollegin Nathalie Jung und Katrin Baldrich haben sich die Ausstellung angeschaut. November 2014. Ein mehr als emotionaler Tag für alle Hannoveraner und besonders für die Fans von Hannover 96. Das Datum, an dem sich der Todestag von Robert Enke zum 5. Mal jährt. Anlässlich dazu zeigt das Niedersächsische Landesmuseum in Zusammenarbeit mit der Robert-Enke-Stiftung die Ausstellung Grenzen erleben. Sie soll nicht nur an den beliebten Torhüter erinnern, sondern auch Aufklärung zum Thema Depression leisten. Die Besucher bekommen hier einen Überblick über das sportliche Wirken von Robert Enke zu sehen. Es ist ein chronologischer Aufbau. Man sieht die Stationen in die Fußballnationalmannschaft, das Engagement bei Hannover 96, aber auch Stationen wie Teneriffa, wie Lissabon, aber auch seine sportlichen Anfänge bei Carl Zeiss Jena werden hier gezeigt. Man sieht seine Glanztaten im wahrsten Sinne des Wortes auch nochmal inszeniert. Der Besucher bekommt auch einen Eindruck, wie groß ein Fußballtor ist, denn wir haben ein Original-Fußballtor von Hannover 96 hier im Museum zu stehen, sodass man also auch einen Eindruck davon bekommt, was es bedeutet, den Kasten sauber zu halten. Den Kasten sauber zu halten. Das war Robert Enkes Talent. Von Borussia Mönchengladbach über Benfica Lissabon und dem FC Barcelona führte sein Weg 2004 nach Hannover. Hier feierte er seine größten persönlichen Erfolge. Aber nicht nur sein fußballerisches Talent ließ ihn zum Liebling werden. Besonders seine herzliche und natürliche Art wurde von den Fans geschätzt. Ja, Herr Enke war natürlich ein Vorbild im Sport mit Respekt. Und dass man eben auch, wenn man im Profisport aktiv ist und da seine Leistung abliefern muss, dass man trotzdem nicht zum Egoisten wird oder zum ich muss besser sein als alle anderen. Und ja, einfach der Teamgeist und... Ja, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Seine ganze Aura war einfach, er war halt trotzdem, trotz dass er Sportler war und man jetzt keine Berührungspunkte mit ihm hatte, war er ein Vorbild auf jeden Fall. Er war immer zurückhaltend,
hat sich nie in den Vordergrund gespielt. Und er war immer für andere da. Und wenn man dann sein Buch liest oder das Buch, was über ihn geschrieben worden ist, kriegt man noch viel mehr Einblicke. Und so im Nachhinein wird einem auch vieles klar, wenn man sich das nachträglich anguckt, was man vorher gesehen hat. Und dann die Kenntnisse hat, die man jetzt hat, dann sieht man gewisse Dinge sich widerspiegeln. Ein ganz besonderer Einblick ist das letzte Spiel. Ich habe das danach aufgenommen, weil ich wusste, es war sein letztes Spiel. Und im Kabinengang nimmt er jeden Hamburger Spieler vor dem Spiel in den Arm. Das ist normalerweise untypisch. Man gibt mal irgendeinem die Hand oder so. Und wenn man das im Nachhinein weiß, dann habe ich das Gefühl gehabt, dass er sich in dem Moment schon von all denen verabschiedet hat. Und auch vor der Kurve stand er mit Tränen in den Augen. Und ich habe im Nachhinein das Gefühl, er wusste an dem, zwei Tage vorher, dass er die alle nicht mehr wieder sieht. Auch 5 Jahre nach dem tragischen Vorfall sind seine Anhänger noch sichtlich berührt. Ein bisschen schwer darüber zu sprechen, es kamen die Erinnerungen wieder hoch. Ich habe ja auch hier die Trauer 1, die ich jedes Jahr an seinem Todestag ummache. Und normal fahre ich auch am Todestag raus nach Empede. Das habe ich heute nicht geschafft. Ja, also ich habe das immer noch nicht überwunden. Also ich habe nur gedacht, ich kann es mir jetzt ruhiger angucken, aber man muss doch schon mit den Tränen kämpfen. Das hat einen schon sehr mitgenommen, dass man einen Menschen, den man vom Fußball kennt und das hört, dass der ja keinen anderen Ausweg gewusst hat, außer diesen Ausweg. Und dass er derjenige war, der das war, diese Person, weil das wusste man ja eine ganze Zeit lang noch gar nicht. Das hat mich schon sehr berührt, weil ich eigentlich immer dachte, ja, durch seine Frau und sein Kind, dass er jetzt so einen Weg wählt, dann muss es ihm auch wirklich schon echt schlecht gegangen sein, dass er jetzt die beiden verlassen hat, sozusagen keinen anderen Ausweg mehr gefunden hat. Genau aus diesem Grund hat es sich die Robert-Enke-Stiftung zur Aufgabe gemacht, Prävention zu leisten. Ja, es war natürlich auch ein besonderes Anliegen der Robert-Enke-Stiftung, im Leistungssport, im Profifußball etwas zu verändern. Ich denke, dass es da zu Beginn ein bisschen schwieriger war, weil wir natürlich auch die Mechanismen im Profifußball kennen. Umso glücklicher sind wir, dass es nunmehr auch Beispiele gibt, dass bekannte Profifußballer sich geöffnet haben, in eine Therapie gegangen sind und zurück auf den Fußballplatz kehren konnten. Im weiteren Verlauf hat sicherlich auch die Robert-Enke-Stiftung, allen voran Theresa Enke, dafür gesorgt, dass die Krankheit den erforderlichen Platz in unserer Gesellschaft erhalten hat und mittlerweile die Betroffenen Mut haben, über ihre Krankheit zu sprechen, aber auch die Nicht-Betroffenen dahingehend aufgeklärt werden, was es bedeutet, depressiv zu sein. Ja, das, wie gesagt, die Bilder von der Ausstellung, der Gedenkausstellung für Robert Enke. Wir haben noch einen Anrufer, das ist unser guter Freund Fritze. Dann eigentlich ist die Sendung vorbei, aber für den Fritze haben wir natürlich immer noch mal ein Ohr, deswegen schalten wir ihn noch mal kurz rein. Hallo Fritze. Hallo. Grüß dich, oder du bist leise? Ich bin zu leise, ne? Jetzt geht's wieder. Ach so, ich gehe näher ran, ja. Ja, du wolltest was aber noch zum Spiel gegen Hertha sagen, ne? Ja, ich muss sagen, so gut haben sie lange nicht gespielt. Der Sieg war absolut verdient. Es war System zu erkennen, es war Einsatz zu erkennen, es war richtig ein geschlossenes Mannschaftsspiel. Also das 2-0 war hochziehend. Okay. Beide Fehler machen gute Mannschaften auch, nicht? Aber sie haben richtig klasse gespielt. Ja. Und ich bin der Meinung, dass der so langsam die Hand von dem neuen Trainer zu erkennen ist. Der muss ja die Spieler erst kennenlernen, auf welchen Positionen sie spielen, was sie für Fähigkeiten haben. Ja. Und dann müssen die sich untereinander dran gewöhnen. Das macht ja auch viel aus. Ja, okay. Du hast recht, Fritz. Wenn du guckst die Bilder von die, wie heißt diese Bilder, die Selfies von der Mannschaft nach dem Spiel jetzt. Ne? Mhm, ja. Die Mannschaft wächst. Weil zusammen jetzt, wirklich, das ist wie eine Gruppe wie früher, wie Stevie Turundo, Aldin Lala, die ganze Klicken muss auch zusammen wachsen, ihr weißt, ne? Weil Schlüsselspieler wie Schlaudrauf ist jetzt Rentner im Grunde genommen, er ist die letzten 60 Minuten da in Aalen gespielt. Ja. Ich meine, die Jungs müssen echt zusammen wachsen. Ich habe nur Angst, dass Bittencourt wird irgendwie zurückgeholt nach Dortmund. Dass Bittencourt nach Dortmund zurückgeholt wird? Ja, weil es auf Verkaufoption, ne? Es kann natürlich passieren, ja. Es kann passieren. Kann ich
mir nicht vorstellen. Meinst du nicht? Pff. Nein. Von der Sorte haben sie genug. Ja, Für 96 ist eine Verstärkung, aber für Dortmund nicht, glaube ich nicht. Ja, wenn ihr aus der Kaufoption an Royce wird, geht's weg und es ist tendenziell bei den Dortmunder, wie viel Verletzungen haben die im Mittelfeld. Mhm. Und wenn ihr als ein guter Junge wie er, wir gucken, wie das läuft. Müssen wir schauen. Fritze, was sagst du denn jetzt angesichts der Situation erstmal für die nahe Zukunft, also was in Leverkusen uns erwartet? Also gegen Leverkusen können wir genauso gewinnen. Die sind ja so gut gestartet haben. Jetzt weiß ich auch, warum die gegen Dortmund gewonnen haben, weil Dortmund so blind ist. Okay. Ja. Da habe ich schon gedacht, Leverkusen ist so gut, aber die werden total überschätzt. Mhm. Also die bringt auch nicht mehr als alle anderen auch, die da stehen. Nicht? Also okay. Ich glaube das auch, Fritz. Und gegen Leverkusen haben wir auch nie schlecht gespielt, muss ich sagen. Zumindest nicht in Hannover. Ja. 1-1 ist mindestens drin. Okay. Dein Wort im Orakelohr oder auch immer im Ohr der anderen. Wir haben ja jetzt alles gehabt. 1-1, 2-0, 0-2. Schauen wir mal. So, diese 30 Punkte, das ist ein bisschen optimistisch. Denn Wolfsburg ist sehr schwer. Sonnheim wird auch sehr schwer. Ja. Also da muss man abwarten. Fritze, wir schauen uns das an. Du bist ja dabei und wir gucken uns auch in aller Ruhe an und werden den Manfred ja auch dann wir widersprechen. Wir werden uns zur Brust nehmen. Dem wird schwierig am Telefon, aber zumindest sprechen werden wir ihn nochmal im Dezember auf jeden Fall. Fritze, vielen Dank erstmal für den Anruf. Ich habe mich so spät gemeldet, weil das Spiel so spannend war. Düsseldorf hat 1-0 gewonnen in München. Na, wunderbar. Düsseldorf hat 1-0 gewonnen in München. Danke an unseren Ergebnisdienst Fritze und natürlich auch generell für den Anruf. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und wir haben jetzt zum Schluss noch ein Thema, das man annehmen könnte, dass es tatsächlich auch mit dem Todestag von Robert Enke zu tun hat. Das hat es aber nicht. Es gab nämlich, das kann man auch leicht durcheinander bringen, es gab heute tatsächlich einen Trauerzug um 18 Uhr oder so war das, ja, glaube ich, vom Kröpke. 200 Fans, die sich getroffen haben, oder 200 Menschen, die sich getroffen haben, um dann zum Robert-Enke-Weg zu gehen. Es gab aber am Wochenende, am Freitag, glaube ich, war es, oder am Samstag? Wir werden es gleich erfahren. Es gab an diesem Wochenende, und der Freitag gehört ja zum Wochenende dazu, deswegen kann ich das einfach so sagen, auch noch einen Laternenumzug. Und der wurde jetzt, glaube ich, schon zum vierten Mal organisiert von Vereint für Hannover. Und da müssten wir jetzt mit Christoph Heckmann verbunden sein. Schönen guten Abend. Matthias, ich grüße dich. Hallo. Hallo, grüß dich. Du bist sozusagen da also mitverantwortlich für diesen Laternengang. Richtig? Sag doch erstmal, wann war das? Also das war am Freitagabend, aber vollkommen legitim zu behaupten, dass das am Wochenende ist. Ja, eben, das finde ich auch. Okay, was ist für die Leute, die es noch nicht so richtig mitbekommen haben, was ist sozusagen die Idee hinter diesem Laternengang? Ja, da muss man erstmal die Idee hinter Verein für Hannover kurz erläutern. Verein für Hannover wurde gegründet von uns, von Hannover 96. Und dem Niedersächsischen Staatstheater Hannover. Mhm. Und wir haben halt dann noch verschiedene Unternehmenspartner mit dazu geholt. Das ist die Hannoversche Volksbank, Johnson Controls und ZAG Personal und Perspektiven. Mit dem Ziel, eben in der Stadt was zu bewegen, den Leuten zu helfen und da ein bisschen was Gutes zu tun. Und eben eine der Aktionen, die dann von dieser Initiative von Verein für Hannover durchgeführt wird, ist eben der Verein für Hannover Laternenumzug für einen guten Zweck. Das heißt, einerseits veranstalten wir einen ganz normalen Laternenumzug, das führt vom Opernplatz zur HDI-Arena, sogar in die HDI-Arena hinein. Und hat dabei eben auch noch einen guten Zweck, nämlich für jedes Kind, das mitläuft, sponsert jeder der drei Unternehmenspartner 1 Euro. Und ist dann eigentlich dann eine ganz hübsche Summe, die am Schluss zusammenkommt, wenn 1600 Kinder da mitlaufen. Dann haben wir nämlich insgesamt 4800 Euro am vergangenen Freitag eben für einen guten Zweck für die ökumenische Essenausgabe eingenommen. Ach so, jetzt wollte ich gerade fragen, wofür, aber du hast es jetzt auch schon genannt, also für die ökumenische Essensausgabe. Richtig, genau. Also da kommen halt in der kalten Jahreszeit Menschen hin, die eben ohne den Schutz einer Wohnung durch den Winter kommen müssen. Ja. Und die bekommen dann da eine warme Mahlzeit und freuen sich natürlich, oder die ökumenische Essensausgabe freut sich halt um jede Hilfe, die sie kriegen können. Ist jetzt auch schon tatsächlich das vierte Mal, dass wir eben die ökumenische Essensausgabe unterstützen, damit da auch eine gewisse Nachhaltigkeit reinkommt.
Ihr habt doch auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ihr habt auch Unterstützung gehabt. Nochmal, also noch konkretere Unterstützung von Hannover 96. Also ist das richtig, dass Leon Andreasen teilgenommen hat? Ja, richtig. Leon war da. Der hat ja auch einen kleinen Sohn und hat dann, wir haben ihn halt gefragt, ob er kommen möchte. Er hatte vorher davon schon mitbekommen und hat dann direkt spontan gesagt, ja klar, ich bin dabei. War auch bei der Begrüßung auf dem Opernplatz mit dabei. Mhm. War eine sehr schöne Aktion. Ich glaube, es hat ihm richtig, richtig Spaß gemacht. Er ist da halt mit seiner Familie eben mitgelaufen. Und wir haben auch noch einen Gruß aufzeichnen können aus Hannover vom Opernplatz für die Mannschaft, die ja an dem Abend in Berlin gespielt und gewonnen hat. Ja, ja. Habt ihr das habt ihr dann gar nicht verfolgen können, oder? Doch. Das war dann, wir hatten den Laternenumzug durchaus dann so gelegt. Ah, natürlich, ihr musstet ja früher anfangen. Dass alle frühzeitig fertig waren. Ja, da sind natürlich auch Kinder dabei. Für die ist dann 17 Uhr eine ganz gute Zeit, um mit so einem Laternenumzug zu starten. Stimmt, natürlich. So lange kann man dann den Umzug ja dann auch nicht machen. Kannst du schon sagen, was die nächste... Ja, wir haben jetzt hier, unser Orakel ist gerade etwas unruhig geworden. Kannst du schon sagen, was die nächste Veranstaltung wahrscheinlich von Verein für Hannover sein wird? Die nächste Veranstaltung, sicherlich werden wir im kommenden Jahr wieder einen Verein für Hannover Spieltag bei uns bei Hannover 96 veranstalten, wo dann eben auch durch verschiedene Aktionen versucht wird, Geld und Spenden einzunehmen, die dann eben sozialen Projekten in Hannover und der Region zugutekommen. Mhm. Und grundsätzlich ist es so, dass wir über das Jahr verteilt verschiedene große Projekte selber initiieren. Aktuell gerade eines, wo es darum geht, dass die Erzähltradition wieder ein bisschen aufgenommen wird. Das heißt, aktuell ist es halt so, dass ein Gesellschaftstrend ist, dass Eltern, Großeltern ihren Kindern immer weniger Geschichten erzählen, Märchen erzählen. Die vermitteln aber eigentlich gute Werte und Normen. Und wir versuchen halt eben diese Märchentradition wieder aufzunehmen, haben Märchenerzählerinnen und Erzähler ausgebildet, die jetzt in Schulklassen und Kitas gehen und eben da versuchen, diesem gesellschaftlichen Trend ein bisschen entgegenzuwirken. Das ist eine schöne Sache und wird super angenommen von den Kids in den Schulen, sind gerade am Starten. Ah, ihr erzählt, also es werden Märchen erzählt, ihr erzählt dann die Geschichte von den beiden dicken Freunden Jörg Schmatke und Mirko Slomka. Keine Ahnung, welche Märchen da jetzt genau erzählt werden. Also beim Laternenumzug war es so, dass wir eine Märchenerzählerin noch im Stadion hatten und die hat nicht die Geschichte von Mirko Slomka und Jörg Schmatke erzählt, sondern die von St. Martin. Und das war sicherlich da auch eine ganz gute Idee. St. Martin, wo spielt der? Ja, der spielt immer an vorderster Front. Der ist genau mit seinem Mantel, der hat ja mit seinem Mantel zu tun gehabt. Und das ist, glaube ich, jetzt auch aktuell. Das ist morgen, glaube ich, ne? Martinstag? Genau, ja, das ist ja durchaus dann eine Geschichte, die sehr gut in diese Zeit gepasst hat. Genau. Es ist in Deutschland der Martinsgans, oder? Ja, die Martinsgänse freuen sich nicht so über den Martinstag, glaube ich, im Zweifel. Ja. Wir haben noch eine Frage, Christoph, und zwar würde mich jetzt einfach mal interessieren, weil es jetzt gerade in den Medien ja so ein, ich muss mal das Mikro hier nehmen, du musst das Mikro nehmen, okay, weil es jetzt in den Medien ja doch so ein Thema war, dass der Todestag von Robert Enke sich jetzt, hat das in irgendeiner Weise jetzt auch, hast du das Gefühl gehabt, hat das bei einigen Leuten auch eine Rolle gespielt, war das auch Thema im Zusammenhang mit diesem Laternenlauf, es konnten ja sogar manche Leute denken, dass das möglicherweise so gemeint war. Also mit dem Laternenumzug hat das nichts zu tun, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass nicht sehr viele, vielleicht kaum jemand da wirklich eine direkte Verbindung gezogen hat, obwohl natürlich der Gedanke legitim ist, weil ja auch damals der Trauermarsch für Robert Enke fast eine ganz ähnliche Route genommen hat. Mhm. Und natürlich ist es dann legitim eben, dass da dann die Erinnerungen hochkommen. Und, ja. Ja, genau. Mit deiner Erlaubnis, vielen Dank erstmal. Mit deiner Erlaubnis würde ich sagen, wir haben jetzt auch noch ein paar Bilder, die wollen wir jetzt zum Abschluss zeigen. Wir haben uns gedacht, normalerweise wird ja am Abschluss singen wir hier immer irgendwie ein lustiges Lied, aber das lassen wir dann heute einfach mal und haben uns gedacht, zum Abschluss zeigen wir. Wir okkupieren jetzt einfach mal die Bilder von eurem Laternenumzug. Wir wissen, dass der Laternenumzug nichts direkt mit dem Gedenken an Robert Enke zu tun hatte. Wir zeigen sie einfach, weil es dazu passt irgendwie. Zünden selber auch eine Laterne an, die jetzt auch noch natürlich in Gedenken an Robert Enke und würden uns damit verabschieden. Ist das in Ordnung? Es ist vollkommen in Ordnung. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, wunderbar. Wir danken für das Gespräch. Einen schönen Abend noch. Wünsche ich ebenso. Und dann würde ich sagen, jetzt haben wir hier, unsere Laterne ist auch an, sehr schön. Und das ist es tatsächlich. Ich habe es ja schon gesagt. Damit möchten wir uns verabschieden mit dem Gedenken an einen Menschen, an einen Ausnahmesportler, der nicht nur mit seinem Tod, sondern vor allem auch mit seinem Leben viel für die Stadt und überhaupt für uns alle getan hat. Vielen Dank, das war's. Der Club der Roten Dichter, Stanley. Vielen Dank.
Schönen Abend allen und wir sehen uns wieder am 24. November nach der Länderspielpause hier wieder im Club. Danke. Tschüss. Eins, zwei. Das sollte reichen. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep at night? Scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there.